Hier mit zwei Damen von der SPD und der CDU, Kerstin Griese und Claudia Lücking-Michel. Zunächst will ich mal festhalten, haben Sie die gleiche Jackettfarbe gewählt? Das ist ja vielleicht schon ein gutes Omen für die Zukunft. Aber wir haben Sie eingeladen, weil wir über Religion und Politik reden wollen, Frau Griese. Sie sind ja Kirchenbeauftragte der SPD-Bundestagsfraktion und Frau Lücking-Michel, Sie sind Vizepräsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken. Mit Annette Schavan zog da 2005 das letzte Mal in dieser hohen Funktion jemand aus dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken hier ein, hat dann ihr Amt niedergelegt. Werden Sie das auch tun? Nein, ich möchte das weitermachen und werde mich im November auch zur Wiederwahl stellen. Ja, und Frau Griese, vielleicht Sie zunächst mal gefragt, wie wichtig ist denn Ihnen Religion für Ihre politische Arbeit? Weil man hat immer mehr das Gefühl, die Trennung zwischen Politik und Religion, zumindest im täglichen Geschäft, sieht man nicht, ob ein Christ Politik betreibt oder ein Atheist. Nee, wir haben ja auch eine Trennung von Staat und Kirche in Deutschland. Das ist gut so, das ist auch richtig so. Aber natürlich beeinflusst auch, ob man sich religiös gebunden fühlt, welche politischen Positionen man hat. Also bei mir ist es auch sehr stark davon geprägt, dass ich in der evangelischen Jugendarbeit groß geworden bin, dass ich mich für Gerechtigkeit engagiert habe, für weltweite Solidarität. Das sind alles Themen, die mich als Person, als Politikerin ausmachen. Und insofern hat natürlich jeder politische Mensch auch einen religiösen oder nicht religiösen Hintergrund. Nichtsdestotrotz finde ich es richtig und wichtig, dass Staat und Kirche natürlich getrennt sind. Frau Griese, Sie sind ja schon seit 2000 mit einer kurzen Unterbrechung hier im Parlament. Sie sind neu, Frau Lücking-Michel, und kommen aus dem Wahlkreis von Konrad Adenauer, nämlich Bonn, sind da über die Landesliste eingezogen. Aber weil ich Konrad Adenauer sage, wie kommt es eigentlich, dass in dem letzten Kabinett von Angela Merkel im Grunde genommen am Schluss mit Peter Altmaier nur noch ein katholischer Christ saß, der diese Verantwortung übernommen hat? Was ist mit den Katholiken in der CDU? Ich glaube nicht, dass da ein großer grundsätzlicher Trend zu erkennen ist, dass Katholiken nicht mehr stark vertreten sind. Im Gegenteil, jetzt im neuen Bundestag, haben wir noch mal nachgeschaut, sind mehr Katholiken und mehr auch Mitglieder des Zentralkomitees wieder vertreten. Und von daher sehe ich da auch für die Zukunft, dass sie entsprechend auch des Bevölkerungsanteils ihre Stimme und ihr Gewicht in der politischen Arbeit des Bundestages einbringen können. Ist das ein Wink an die protestantische Bundeskanzlerin? Nein, ich erlebe Frau Merkel da sehr offen und erlebe sie vor allen Dingen als Christin, die Protestanten und Katholiken im Kabinett oder im Bundestag und in der Politik gleichermaßen mitträgt oder vor allen Dingen sagt, es kommt auf die Sache an. Frau Griese, so Sachen wie in Limburg machen es Christen ja immer schwerer, sich zu ihrem Glauben zu bekennen. Es ist ja fast schon peinlich, dass man sagt, man zahlt noch diese Steuer und ist so dumm. So ein Fall wie Limburg ist eigentlich ein Einzelfall. Alle verallgemeinern wieder und sagen, die böse Kirche. Was kann man dagegen tun? Na, wir haben ja sogar Fälle, wo Leute aus der evangelischen Kirche austreten wollen wegen Limburg, was ja nun eine katholische Angelegenheit ist. Aber nein, das Problem ist, dass solche Skandale, solche Fälle die Leute insgesamt natürlich massiv verunsichern. Und ich finde das tatsächlich sehr bedenklich, was in Limburg passiert ist. Ich hoffe auch, dass Herr Theberts von Els zurücktreten wird, weil es so nicht mehr haltbar ist. Es wird immer, wenn dann solche Diskussionen, solche Skandale hochkommen, gibt es eine grundsätzliche Debatte über das Verhältnis von Staat und Kirche. Und auch wir werden uns, falls wir eine große Koalition machen oder falls nicht, auch mit Fragen beschäftigen müssen, wie zum Beispiel, wie geht es weiter mit den Staatsleistungen an die Kirchen? Ich bin dafür, dass man da auch mal in Gespräche einsteigt über die Ablösung. Das wird lange dauern und ist kompliziert, aber es ist nötig, darüber zu sprechen. Das ist sogar Auftrag unseres Grundgesetzes. Es wird immer wieder auch Fragen rund ums kirchliche Arbeitsrecht geben, auch da, wo Religion und Politik sich berühren. Und diese Debatten muss man austragen. Das Problem finde ich, dass solche Skandalfälle immer dazu führen, dass zum Beispiel auch das Vertrauen in Kirchen sinkt, das Spendenaufkommen für sehr gute kirchliche Aktionen, für Hilfsorganisationen, die auch in aller Welt aktiv sind, wie Brot für die Welt oder Miserior. Das finde ich schade für die vielen, vielen, die sich ehrenamtlich in den Kirchen engagieren und die eine tolle Arbeit dort machen. Heute Morgen gab es ja einen ökumenischen Gottesdienst, da haben die beiden Geistlichen darauf hingewiesen, dass die Politik auch verpflichtet ist und gerade ein reiches Land wie Deutschland sich nicht abzuwenden, sondern zum Beispiel bei der Frage Lampedusa, den Flüchtlingen, Migranten, mehr zu tun. Tun wir zu wenig? Ja, unbedingt, wir tun zu wenig. Da war der Aufruf zur Kollekte heute Morgen ein kleines, aber wichtiges Zeichen. Aber natürlich sind wir als Politikerinnen und Politiker jetzt gefragt, gesetzliche Rahmenbedingungen zu schaffen und dafür zu sorgen, dass dieses Flüchtlingselend so sich nicht weiter abspielt. Wir tun zu wenig. Frau Wiese, wie kann denn das sein? Wir haben einen ehemaligen Pfarrer als Bundespräsident, wir haben eine Pfarrerstochter als Kanzlerin, wir haben viele Christen im deutschen Parlament. Deutschland ist ein reicher Staat und jetzt höre ich von Politikerinnen, wir tun zu wenig. Ich meine, dieses Land wird ja schon seit über 60 Jahren regiert. Das Problem ist auch schon älter. Warum tun wir zu wenig? Was müssen wir konkret tun? Also ich bin sehr froh über das, was Frau Lücking-Michel gesagt hat, denn ich habe in der letzten Wahlperiode erlebt, dass wir einen CSU-Bundesinnenminister haben, den das Elend der
Flüchtlinge nicht sehr interessiert hat. Und das ist auch meine große Kritik an ihm. Da wird sich etwas ändern müssen. Die Toten im Mittelmeer sind ein dramatischer Appell an uns alle, dass das so nicht weitergehen kann. Wir brauchen eine europäische Flüchtlingspolitik, die geregelte Zuwanderung ermöglicht und die dieses furchtbare Sterben auf dem Mittelmeer beendet. Ich hoffe sehr, dass wir als SPD die CDU/CSU dazu bewegen können, sich dort zu verändern in ihren Positionen. Bis jetzt sind wir da auf eine Mauer gestoßen, aber ich bin froh, wenn es jetzt auch Abgeordnete in der CDU-Fraktion gibt, die dort eine Veränderung erwarten. Frau Griese, die Antwort habe ich jetzt schon öfter gehört. Ich bleibe aber ratlos zurück, weil was heißt denn die Politik ändern? Bedeutet das, wir nehmen all diese Flüchtlinge auf, die da ankommen, und hat der Bundesinnenminister nicht recht? Da muss ich doch noch Sie fragen, wenn er sagt, wenn wir die 100.000 aufnehmen, kommen die nächsten 100.000, wollen auch aufgenommen werden. Wo ist da die Lösung? Also erstens, man nimmt Deutschland im Verhältnis zu seiner Bevölkerung weniger auf als viele andere Länder. Das muss man immer so sehen. Dann, glaube ich, brauchen wir eine neue Möglichkeit, wie Leute geregelt in die Europäische Union einwandern können, indem sie nämlich nicht immer nur Asyl beantragen müssen, sondern wir brauchen geregelte Zuwanderung. Das wissen eigentlich auch alle europäischen Länder, dass das möglich ist. Und zum Dritten gibt es ja auch ein Konzept des Resettlement, also eine Idee, wie gerade Flüchtlinge aus Kriegs- und Elendgebieten auch in einem anderen Land sich aufhalten können und das nicht nach den europäischen Geflogenheiten automatisch dazu führt, dass man in keinem anderen Land der Europäischen Union mehr Asyl beantragen kann. Da gibt es Möglichkeiten, klar. Also wie können wir helfen, Frau Lücking-Michel? Ich finde, man muss unterscheiden zwischen kurz-, mittel- und langfristigen Maßnahmen. Wenn die Leute im Wasser liegen, dann ist als erstes, und da haben wir ja jetzt erst vor kurzem noch mal lernen müssen, dringend Änderungen bei den Regelungen geboten, Verpflichtung, die Leute aufzunehmen, zu retten und die direkte Hilfe. Das Zweite ist dann, da kann ich aber genau auf das verweisen, was Frau Griese gesagt hat, mittelfristige Änderungen. Das ist die Frage geregelte Zuwanderung und eine europäische Asyl- und Flüchtlingspolitik, die wir auch insgesamt abstimmen müssen. Und langfristig, da kommen wir auch nicht drum rum, ist uns Gedanken zu machen, was können wir als reiche europäische Länder, als Deutschland tun, um auch noch mal über eine gute Entwicklungszusammenarbeit Verhältnisse vor Ort in den Ländern so zu verändern, dass die Leute weniger Anlass und Grund haben, sich auf den Weg zu machen. Frau Lücking-Michel, Frau Griese, das hört sich schon ganz nach Konsens an, nicht nur bei der Farbe des Jacketts, sondern auch in Inhalten. Also das kann ja doch noch was werden bei den großen Koalitionsverhandlungen. Wir schauen mal. Es gibt noch viel zu tun, ja. Und auch hier im Parlament gibt es viel zu tun. Es wird hinter den Kulissen fleißig gezählt. Ja.